Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, deckt sie vielmehr auf. Denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Ostern steht vor der Tür. In einigen Wochen ist es soweit. Das Fest des Lichtes, das Fest des Lebens. Heuer unter ganz besonderen Vorauszeichen. Der heutige Sonntag wird aus dem Grund auch in unserer katholischen Kirche Letare genannt. Und damit wird deutlich, wir dürfen uns freuen. Ja, wir dürfen, so wie es eben in dieser Schriftstelle geheißen hat, als Kinder des Lichtes leben. Es gibt da ja so einen Spruch, der heißt: Christen leben in der Welt, sind aber nicht von ihr. Mit anderen Worten ausgedrückt heißt es dann: Am Leben derer, die sich zu Christus bekennen, ist ablesbar, woraus sie ihr Leben gestalten. Und daher frage ich mich selbst immer wieder, was wird durch mich, durch mein Denken, Reden, durch mein Tun und Handeln den anderen deutlich? Bitten wir unseren Vater im Himmel, dass Licht durch unser Leben scheint. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns Leben und Frieden. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.